Was ist das hier? Ach, Polizei. Guten Tag, Herr Officer. Herr Officer, ich bin so klein. Ich bin Erwin Müller. Ich bin 5 Jahre alt. Ja, mein Herr und Gebieter. Oh Gott. Was kann man denn hier machen? Hallo? Da ist ja gar keiner drin. Hä, voll die Armutspolizei. Da arbeitet gar keiner. Aber Hauptsache so ein Riesenschrank hier. Okay. Was ist mit ihm hier? Ach, da ist sein Zwillingsbruder. Entschuldigung. Okay. Wir sollten nach Hause. Ich weiß nicht, wie wir was essen, ne? Das ist so gerade unser Problem. Ich will gleich mal was ausprobieren wollen. So, ich parke einfach mal hier vor der Tür. Licht aus. Motor aus. Und dann nehme ich das mal mit. So, Problem ist, ich weiß gar nicht, wie legen wir uns denn schlafen und so. Wir haben gar kein Bett. Ich lege mich einfach auf den Fußboden. Lass mal eben gucken, unser Player-Status. Ja, wir haben auf jeden Fall Hunger. Wasser müssen wir auch bald haben. Dirtiness, schmutzig. Aber wie reinigen wir uns denn? Shop-Rating? Vor allem, das wurde gar nicht erklärt. Oder? Warte, ich guck nochmal eben. In 10% cannot, okay, you cannot run. Okay, ui. You can heal yourself or going to pharmacia. You can eat and drink products from your shop. Ach so, doch. Okay, das geht also. Okay. Heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel hier was platziere und was rausnehme, müsste ich das essen können. Nein? Wie esse ich das? Eat. Ich guck mal eben, was das jetzt gebracht hat. Okay, Food wird besser. Okay, also, heißt also, wir müssen also Sachen kaufen. Oh, so ein leckeres Brot. Brot vom Fußboden. Lecker. Nein. Oh, leckeres Fußbodenbrot. You're not hungry. Toll. I'm not hungry. So, ich schlafe mit einem Brot. Kann ich überhaupt schlafen? Dirtiness und Water. Okay. Wir müssen auf jeden Fall was trinken. Aber schmutzig, wie reinigen wir uns denn? Gucken wir mal im Tutorial. Cleaning your body by using the toilet. Ja, achso, die Blabe. Achso, Blase ist damit gemeint. Okay. Cleaning yourself by using the bathtub. Okay. Aber. Okay, es lädt manchmal nach, warum auch immer. Aber sowas haben wir ja gar nicht, ne? Was ist das hier? Elektronik, achso. Aber wir haben gar keine Toilette. Wie soll ich denn hier eine Toilette nutzen? Ich habe kein Klo und keine Tür. Kann ich eine Toilette kaufen? Ich muss mal pinkeln. Oder kann ich einfach ins Wasser springen? Kann ich das Brot oben platzieren? Ja. Das ist das beste Brot. Das werde ich morgen erstmal verkaufen im Laden. So. Will mal eben gucken, ob wir Toiletten kaufen können und so. Warte mal, wo war denn... Wir hatten doch benutzte Dingsmöbel, ne? Okay, hier links lang. Also an der Bäckerei links. Schauen wir doch mal. Fahren wir da mal eben hin. Morgen wird ja wieder eröffnet, der Laden. Dann nehmen wir wieder was ein. Ich will aber auch ein paar Sachen kaufen. So, warte mal, hier kommt jetzt der Bäcker. Das heißt, hier links müssten benutzte... Oh Gott, eine benutzte Toilette. Ich will gar nicht wissen, wie die aussieht. Wenn wir da überhaupt Toiletten kaufen können. Weil es muss ja irgendwie gehen. So, used furniture. So. Eis. Golden Eis. Der Nebel hört sich echt so ein bisschen an wie bei Miss Survival oder so. So, guten Tag. Was ist das? Gasheater? Kühlschrank? Toll. Herd? Bett? Da! Oh Gott. 35. Kauf ich. Bad. Kauf ich. Oh Gott. So, dann würde ich sagen...
So, warte. So. Warte. So, Moment. So. So. Okay, dann würde ich sagen, ab nach Hause. Oder auch nicht. Schade, ich dachte, das geht. Verdammt. Na dann. Pick up. Und pick up. So, okay. Dann fahren wir nach Hause. I'm thirsty. Ja. Sollen wir nochmal zum Laden fahren, was zu trinken kaufen? Vorsichtshalber. Bin mir da nicht sicher. Ist, glaube ich, eine gute Idee, oder? Oder beziehungsweise von unserem Laden was nehmen. Vielleicht zwei Getränkeflaschen oder so, weil wir gerade hier sind. So, warte. Ding dong. Pick up. Und pick up. Kann ich das auch einfach ohne Drink? So, was sagt denn unser Player-Status jetzt? Okay, Water ist gut, also zwei Getränke und zweimal Essen, das reicht auf jeden Fall. Dirtiness und ja, wir müssen die Blase entleeren. Die Frage ist, ob ich die Toilette mache, das zu Hause? Weil schlafen gehen können wir wahrscheinlich auch nur, wenn wir ein Bett haben, ne? Das heißt, ich müsste eigentlich noch ein Bett kaufen. Ein armseliges Bett, damit der Tag ein bisschen schneller rum... oder der Abend schneller rumgeht. Wie spät haben wir denn? Wir haben 2 Uhr nachts. Oh Gott. Also ich würde so gegen, sagen wir mal, 7 Uhr, glaube ich, aufmachen. Gucken wir mal eben, ob der ein Bett für uns hat. Oh Gott, so ein schmodderiges, ekliges... Oh, das kostet 150, 100? 50 hier. Nehme ich. Okay. Ja gut, dann haben wir jetzt erstmal, was wir brauchen. Und jetzt geht's nach Hause. So, warte. Ab nach Hause. Ach, Erwin. Erwin, the business läuft, oder? Yo. Das Business läuft. Ab nach Hause. Schlafen. Morgens neuer Tag. Ich hoffe, man kann schlafen. Ich hoffe nicht, dass ich das Bett umsonst gekauft habe. Gut, ich will ja irgendwann mal einrichten, ne? So, ich drehe schon mal für morgen. So. Bestens geparkt. Dann würde ich sagen, gucken wir mal. So. Gut, das Bett. Ich würde sagen, hier ist Schlafzimmer. Oder? Oder machen wir... Ne, ich glaube, ich mache hier... Oder? Ich glaube, ich mache hier Schlafzimmer. Alter, dieses Bett. Voll so ein ranziges... So hätte ich es gerne. Genau so. Voll das ranzige Bett. Aber egal. Warte. Ah, man kann es noch genauer justieren mit Alt. Ah, okay. So, warte. So. Ah, Sleep. Sleep, oder? Interact mit E. Okay, da können wir schlafen. Wir müssen aber hier noch Toilette und so, ne? Toilette. So. Die Toilette. Das, warte. Und hier. Warte. Oh, warte, warte. Warte, 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 warte. So. Ich glaube, das ist ein schöner Platz für eine Toilette. Ah. So, da kannst du hier richtig schön... Ah, richtig schön am Abseilen und kannst gleichzeitig aus dem Fenster gucken. Ist das nicht ein Traum? Ach, das ist doch die... Das ist doch die beste... Die beste Toilettenidee, die man jemals hatte. Aus dem Fenster gucken und gleichzeitig eine Wurst abdrücken. Ach, schön. So, die Badewanne kommt gleichzeitig hier ans Fenster, würde ich sagen. So. So, warte. Ist das richtig so? Ja, das sieht gut aus. Use. Interact. Ja, finde ich schön. Oder wir machen das anders. Warte. Warte, 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 warte. So ist auch schön. Aber ein schönes Fenster, das Fenster im Rücken. Wenn du da morgens schön so den ollen Kübel da reindrückst.
Da kannst du schön morgens aufstehen und wenn du dann mit dem Arsch so abputzt, kannst du schön so, ah, guck mal hier, Leute. Das ist... Beste Aussicht fürs Klo. Muss man einfach sagen. Beste Aussicht. Es ist das Beste, was es gibt. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. So, sehr schön. Wir sind eigentlich jetzt, glaube ich, Player-Status ist, glaube ich, ja. Gut. Heißt also für uns, wir können wieder schlafen. 5 Uhr haben wir jetzt. Lohnt sich das Schlafen noch? Interact? Wie lange schläft er überhaupt jetzt? Also bis wie lange schläft er? Good morning, Alter, 7 Uhr. 2 Stunden geschlafen. Wow. Okay, wir haben mal keinen Hunger, keinen Durst. Das ist sehr schön. So, erste Amtstat. Ah. Und den hier. So, Daily Worker 100. Ja, weiß ich. Was passiert, wenn wir den nicht bezahlen können? Kündigt der dann? So, das Brot liegt noch auf dem Dach übrigens, ne? So, wir müssen den Laden neu öffnen, schleunigst. Also so gegen 8 Uhr ist, glaube ich, eine gute Zeit. Von 8 bis 8 ist, glaube ich, eine gute Zeit. Ich weiß ja nicht, bis wann... Was ist das denn? Hier läuft ein Scheich rum. Hat er sich verlaufen? Ich würde sagen... ja, so von 8. Ich weiß halt nicht, wie lange die kann Customers hier so... hier so kommen, ne? Also vorbeischauen. Kann ich das, wenn ich das jetzt... Nein... Ja komm, ich eat das einfach. Wenn ich das Brot jetzt irgendwie hinpacken würde. Moin. So. Der Terminator, beziehungsweise Frankenstein steht an der Kasse. So, wir müssen Sachen kaufen. Wo war das nochmal? Links lang, ne? Ich würde tatsächlich jetzt erstmal ein bisschen was einkaufen. Wir haben jetzt Platz, ne? Heißt für uns, ja. Uah. Wir müssen zusehen, dass wir jetzt die Sachen einkaufen, damit wir die verkauft kriegen. Ich guck gleich mal, was verlangt wird, damit wir da ein bisschen die Leute zufriedenstellen, die immer vorbeikommen und wir vielleicht ein gutes Rating kriegen. Das wäre echt schön. So. Der Erwin macht sie wieder auf den Weg. Schön mit dem Slide jetzt hier rein. Juhu! Moin! Ja, guck mal an. So wird geparkt. Guten Tag! So, ich guck mal eben. Was wollen die Leute denn haben? Hier. Mayonnaise ist jetzt das Erste. Wo haben wir denn Mayonnaise? Ah, Mayonnaise, ist das im Kühlregal? Joghurt, Milch? Aber Mayonnaise ist doch normalerweise nicht im Kühlregal, ne? Also ich weiß nicht, wo ihr Mayonnaise lagert, aber ich glaube, also wenn sie offen ist, ja, aber... Haben wir überhaupt Mayonnaise hier? Hat der Mayonnaise? So, Seife? Flüssigseife? Schwamm? Sponge? Ich sehe aber nicht, was wie Mayonnaise aussieht. Waterbottle? Das sind Getränke? Dogfood? Da, das könnte Mayonnaise... Ja, Mayonnaise! Gut Preis! Kaufen wir! Am besten... Ich würde sagen 2... So, bin gleich wieder da. Ich muss noch mal eben hier platzieren. Warte. Moment. Warte, nein. So. Damit mehr drauf geht, ne? So viel wie möglich mitnehmen. So, ist denn noch was gekauft worden? Ich guck mal eben nochmal. Ist nochmal irgendwas gefragt? General Dressing und Soda Bottle. Soda Bottle. Das müsste das sein, ne? Soda Bottle. Ist auch gut Preis. Haben wir auch direkt zweimal. General Dressing. Wo finden wir das denn? Dressing, das ist für Salat, ne? Hier ist High Price. Na, ich weiß nicht. Aber was heißt denn das? Können wir das anpassen, die Preise? Ich bin... Wie ist denn das? Curry Chips für 8 Dollar. Für was hatten wir das denn eingekauft gehabt?
Wie war denn das nochmal? Ich guck nochmal eben im Tutorial. Restock your shop. Price of products can change daily, so be careful to buy products with good prices. Ach so, wir sollen vorsichtig sein mit guten Preisen. Oder wie jetzt? Also müssen wir teuer einkaufen? Nee, kann ja nicht sein, oder? Okay. Aber man kann anscheinend, glaube ich, nicht die Preise selber anpassen oder so, ne? Rechnung haben wir nicht. So, was hatten wir denn jetzt noch? Dressing. Würde ich jetzt mal... High Price, Sommerscout. Normalpreis ist 40. Also gerade mal 4 teurer. Ich kaufe es jetzt einfach mal einmal. Wir haben noch 90 auf Tash, ne? Sonst kam noch nichts. Also noch keiner an, auch keiner eingekauft. Die Sachen würde ich jetzt schon mal platzieren gehen. Let's go. Ist oben drauf, ne? Ich glaube, ja. Ja, da gucken die Kartons durch. So, jetzt hat wieder jemand was eingekauft. Wir haben 111 wieder auf Tasche. So. Erwin macht sich auf den Rückweg zum Shop. So. Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir irgendwie immer zu Hause was haben. Zu essen oder so. Dass wir da irgendwie mal was einkaufen und dann irgendwie was gut sättigt. Ich weiß ja nicht, ob verschiedene Sachen sättigen. Oh nein, bitte nicht. Ob es verschiedene Sachen gibt, die wirklich gut sättigen. Ob das irgendwie möglich ist hier. So, guten Tag. So, du dumm. Okay, ja. Ist jetzt durch mein Auto gegangen. Hat sich schon wieder so angehört. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier Soda. Soda oder Soda? So, warte. Gut, dass er sich das speichert mit dem Drehen. Das finde ich echt klasse. Das ist super. Alter, sag mal. Soda. Kann ich den Preis ändern? Nee, Grab nur. Okay. Mayonnaise. Kommt hier hin? Oder obwohl, ach komm. Packen wir mal da hin. Später werden wir das auch noch ein bisschen sortieren müssen. Oder ob wir wollen oder nicht. Auf jeden Fall. Aber der Java-Shop, da machen wir... Sag mal. Da machen wir den Java-Shop aber ganz schön Konkurrenz, ne? Wenn wir bei dem einkaufen... Wir dürfen nicht teuer einkaufen. Eigentlich, wenn wir günstig einkaufen. Ich weiß ja nicht, für was verkauft die denn? Wir haben jetzt... Die Soda haben wir mitgenommen für wie viel? Wir müssten mal gucken wegen den Preisen so. Ob sich das dann lohnt. Weil wir kriegen ja immer dann Kartonware. Ja? Ja, wie gut das Platzieren einfach funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. So, hier Salatdressing wolltet ihr doch haben. So, warte. Da. Nein. Und da. Und da. Und da. So. Ja, so langsam leeren sich die Regale. Den würde ich echt auch nochmal umplatzieren. Aber das mache ich erst, wenn das Regal komplett leer ist. So, ich guck mal eben. Orange, Watermelonen, Onion Chips. Onion Chips können wir mal kaufen. Okay. Shop Rating 0%. Okay. So, wir haben 11 Uhr. Können wir nochmal ein bisschen einkaufen gehen? Du gehst nicht durch mein Auto, verstanden? Flupp. Weg ist er. So, dann kaufen wir nochmal ein bisschen was ein. Haben wir ein bisschen Kohle wieder gekriegt. Ich weiß noch nicht, wie das jetzt funktioniert. Ob wir teure Sachen kaufen? Wir haben ja, ich glaube, den Salatdressing ja teuer eingekauft. Ich weiß halt nicht, ob sich das jetzt lohnt.
Und was halt die Preise sind aktuell halt, ne? Wie das so ist. Weil wir hatten jetzt, wie viel waren das? 5 oder 6 Flaschen Salatdressing? Ich müsste mir das mal irgendwie vielleicht aufschreiben oder so, um zu gucken, ob das sich dann gelohnt hat, wenn wir das verkaufen. So. Tach. Bin wieder da. Ich guck mal eben, was meine Konsumer haben wollen. Watermelon Drink, Bleach, Onion Chips würde ich kaufen. Jo, good price. Nehmen wir mit. Am besten 2. Good Bleach. Watermelon Drink, ne? Blueberry, Watermelon Drink. Kaufen wir auch. Dann Breach. Wo ist denn Breach? Das ist doch irgendwie Pasta. Das ist doch irgendwie was für Dings, ne? Shampoo. Zahnpasta ist diesmal guter Preis. Würde ich mal kaufen. Zucker, Mehl, Paper Cups. Achso. Ah, hier, Kaffeebecher. Ah, was ist denn gut? Breach. Oder Bleach. Was ist denn Bleach? Oh Gott, ich höre mein Englisch, ne? Gum, Tomatensoße. Was ist denn bitte Bleach? Ach, da. Ach, Bleiche. Oh, ist High-Preis. Aber ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn wir High-Preis kaufen, ob sich das, oder ob wir lieber auf Gut-Preis gehen sollen. Ich bin da unschlüssig. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen unschlüssig. So. Wir kaufen noch mal ein bisschen ein. Auf Kundenwunsch natürlich. Can it please? Ah, hier. Jo. Achso. Nehmen wir. Dann, was haben wir denn noch? Cola Bottle S und Leak. Cola Bottle S, das müsste die kleine sein, ne? Small. Auch gut Preis. Haben wir auch 2-mal. Und dann Leak. Wo haben wir denn Leak? Was ist denn Leak? Chips. Leak. Ja, Schokolade. Cerealien, Strawberry. Was ist denn Leak? Pasta. Seife, Shampoo. Was ist denn Leak? Okay. Ich bin gerade. Hä, was ist denn Leak? Leak? Was könnte denn Leak sein? Na gut, vielleicht kann es aber auch sein, irgendwie beim Bäcker oder sonst irgendwie was. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Haben wir sonst noch irgendwie was? Cream Cheese ist, glaube ich, Kühlschrank. Mashed Avocado. Könnte. Generaldressing wollen sie schon wieder haben. Haben wir doch. Oder ist das schon wieder leer? Ist teuer. Mann, 44 haben wir dafür bezahlt. 44 für 5 Stück oder so sind da drin. So, warte mal. Haben wir hier Tomato? Born? Candle Fruits? Salatdressing? Lettuce? Peanut Butter können wir mal gucken. Peanut Butter war, glaube ich, hier, ne? Normal, High Price, 49. Puh, das ist teuer. Klopapier würde ich vielleicht noch hier würde ich mitnehmen, oder? Oder Soft? 63, holy shit. 6er Pack, das ist 8 Stück.
ich kauf mal. Ja, ich kauf mal ein bisschen ein, ne? Erstmal gucken. Wir müssen ja ein bisschen was verdienen auch. So. Warte. Ja. Und den dahin. So. Dann würde ich tatsächlich, glaube ich, Zahnpasta war im Angebot. Ich wollte gerade wegen Zahnpasta nochmal gucken. Ja. Kaufe ich. Kitschampoo. Ich gucke mal eben im was sie noch haben wollen. Outer Flakes. Yo, Cornflakes. Eine gute Idee. Outer Flakes sind das Outer Flakes? Nee. Terralien, Biscuit, Outer Flakes da. Oh, ist auch High-Preis. Oh, Mann. 44. Komm, kaufen wir einmal. Würde ich sagen. Dann müssen wir für uns ja auch noch was kaufen. Ich habe jetzt mal ein bisschen ausgegeben. So, dann fahren wir mal los. Ab zum Laden. Ich weiß gar nicht, wie spät wir haben. Eine Uhr hier im Auto wäre noch cool. Damit man noch sehen könnte, wie spät es ist. So. Also unser Business läuft, würde ich sagen. Läuft richtig. Also man kann sich nie beschweren, unser Business läuft dermaßen. Ja. Uah. Solange wir keine Unfälle bauen. So langsam gewöhne ich mich an die Steuerung, muss ich sagen. Oh nein, oh Gott. Uah. Da ist unser Laden. Mit einer gewieften Handbremse. Parken wir hier ein.